So, guten Morgen. Meine Stimme ist noch, schläft noch. Heute gibt es mal meine Morgenroutine, meine 5 Uhr morgens Morgenroutine. Da ich jetzt allerdings um 5 Uhr aufstehe, aber ich werde euch dazu noch dann den Rest einfach später erzählen, werde ich euch mal die Morgenroutine zeigen, da ich sie erstmal nutzen möchte. Und dann werde ich erstmal runter frühstücken. Also früher war es bei mir so, dass ich beim Essen immer noch YouTube geguckt habe oder irgendwie Podcast gehört habe. Aber mittlerweile versuche ich wirklich beim Essen gar nichts zu machen und ich sehe noch so komisch aus, weil ja, ich mich noch gar nicht fertig gemacht habe. Aber bitte verzeiht mir. Auf jeden Fall versuche ich immer beim Essen jetzt gar nichts zu machen. Ich versuche nur auf das Essen zu konzentrieren, auch wenn es manchmal schwierig ist, weil ich mir denke, mir ist so langweilig, ich möchte irgendwas konsumieren. Das ist jetzt mein Essen. Ich esse nicht jeden Morgen das Gleiche, aber meistens wirklich irgendwie Brot mit Gemüse. So, ich nehme jetzt das erste Mal mein Handy in die Hand, also nicht das erste Mal, aber das erste Mal, dass ich es anmache. Und werde nämlich jetzt Koreanisch Vokabeln lernen. Ich mache das wirklich jeden Morgen, da es mir wichtig ist, diese Regelmäßigkeit beizubehalten. Und wenn ich es morgens nicht mache, dann vergesse ich es einfach. Ich kenne mich. Und deswegen mache ich es jetzt. Genau. Hier. Es ruht schon halt da. Tschüss. Da. Dieser Moment ist morgens so schön, wenn die Sonne aufgeht und dann hier dieser kleine Sonnenaufgang zu sehen ist. So, ich glaube, es ist jetzt ungefähr 5:45 und ich werde jetzt meine Schultasche parken. Ich habe das früh wirklich immer abends gemacht, aber mittlerweile mag ich es viel lieber, das morgens zu machen. Ich habe ja schon gesagt, dass ich euch nachher davon erzähle, von meiner Morgenroutine, warum ich sie mache und wie ich sie jetzt mache und wie ich das Ganze so geplant habe.
wenn ich dann damit fertig bin, setze ich mich normalerweise wieder auf mein Bett und fange an, eine Sache auf meiner To-Do-Liste abzuarbeiten. Ich mache meistens eine kleine Sache und danach mache ich dann eine große Sache. Also ich mache ja meistens diese Eat the Frog-Methode. Das bedeutet, ich mache am Anfang des Tages direkt die schwierigste Aufgabe, um diese schon vom Tisch zu haben. Genau, und heute ist eine kleine Aufgabe erstmal, dass ich meine Spotify-Playlist bearbeiten möchte und organisieren möchte, weil irgendwie habe ich da keinen Überblick mehr. Musik hören ist für mich mega wichtig und mich triggert das, wenn die Playlists irgendwie nicht organisiert sind. Deswegen mache ich das jetzt mal schnell. Und danach ist eine große Aufgabe eigentlich, dass ich dieses Video hier schneide, was ich aber jetzt nicht so gut machen kann, weil ich es noch nicht ganz gefilmt habe. Aber wahrscheinlich fange ich dann gleich an. Es ist mittlerweile, falls ihr euch fragt, 6.40 Uhr und ich muss immer so um 7.30 Uhr los. Bisschen früher vielleicht. Ja, deswegen habe ich jetzt so ungefähr 50 Minuten Zeit für diese zwei Sachen. Okay, kommen wir jetzt mal zu der Morgenroutine an sich. Und ich weiß, es ist gerade ein bisschen dunkel, da es gerade auch wieder morgens ist. Also es ist gerade 6 Uhr und ich möchte dieses Video jetzt fertig filmen. Aber das Lichtverhältnis ist nicht so gut, aber ich denke, es ist mir egal. Und wir kommen direkt zu der Morgenroutine an sich. Wie gesagt, stehe ich hier jetzt immer um 5 Uhr morgens auf. Und ich war früher eine Person, die niemals gedacht hätte, dass sie um 5 Uhr aufsteht, weil ich immer diese ganzen Morgenroutinen bei YouTube gesehen habe. Aber immer dachte, das ist absolut nichts für mich, um 5 Uhr aufstehen, niemals. Und jetzt mittlerweile mache ich das ungefähr seit, ich glaube, 2 Wochen. Und es klappt eigentlich ziemlich gut. Und der Grund, warum ich das gemacht habe, ist, dass ich einfach gemerkt habe, ich bin morgens am produktivsten und am effizientesten und am motiviertesten auch. Ich habe mich nämlich immer gefragt, warum ist es so, dass ich nachmittags nie was machen kann und dadurch meine Tage irgendwie so ein bisschen kürzer werden. Meine produktiven Zeiten sind für mich irgendwie entweder ganz früh morgens oder ganz spät abends. Aber ich kann irgendwie so mittags, nachmittags nichts machen, was mich immer total gestört hat, da ich da meine Aufgaben nicht erledigen konnte. Und natürlich habe ich sie trotzdem erledigt, aber ich habe mich dabei nicht so gut gefühlt, da eigentlich so mittags, nachmittags nicht so meine produktive Zeit ist, in der ich gerne was mache. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich es schaffen, dass ich meine Aufgaben aber gerne erledige. Und dachte ich mir, vielleicht ist es besser, wenn ich einfach früher schlafen gehe, damit ich dann am Morgen früh aufstehen kann und morgens meine ganzen Aufgaben erledigen kann. Und deswegen möchte ich immer an euch sagen, ihr müsst nicht früh aufstehen. Falls ihr eine Person seid, die beispielsweise gerne mittags am produktivsten ist und da gerne ihre produktive Zeit hat, dann ist es auch voll okay. Aber trotzdem sehe ich diese 5 Uhr morgens Zeit nicht nur als produktive Zeit, sondern auch als achtsame Zeit. Also ich stehe gerne vor der Sonne auf, um sozusagen meinen Tag gut zu starten und mir genug Zeit zu geben, mich auf den Tag vorzubereiten, achtsam durch den Tag zu gehen, also den Tag achtsam vorzubereiten, aber eben auch um produktiv zu sein. Und deswegen glaube ich, ist das Ganze relativ individuell, würde es aber trotzdem jedem empfehlen. Falls ihr noch mehr Morgenroutinen von mir sehen möchtet, kannst du gerne mal hier vorbeigucken, bei den anderen Morgenroutinen, die ich schon in meinem Leben alle gefilmt habe. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald mal wiedersehen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und hoffe, dass wir uns hier bald mal, wie gesagt, wiedersehen. Habt noch einen schönen Tag. Tschüss.